Das ist Alina. Und das ist ihre Topfpflanze Helga. Alina ist neu nach Würzburg gezogen, um hier ein Studium zu beginnen. Sie hat sich vorgenommen, passend zu ihrem Neuanfang, umweltbewusster und nachhaltig zu leben. Doch ist das in Würzburg überhaupt möglich? Und was genau ist diese Nachhaltigkeit überhaupt? Googelt mal den Begriff Nachhaltigkeit, sagt das Internet Folgendes. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll. Einfacher ausgedrückt kann man sagen, ist etwas nachhaltig, ist es dauerhaft, langlebig, umweltverträglich oder auch vernünftig. Viele verstehen darunter aber auch einfach das Richtige tun. So ganz klar scheint es Alina noch nicht zu sein. Sie erinnert sich an ihre Schulzeit. Da hatte sie was über verschiedene Bereiche der Nachhaltigkeit gelernt. Und genau diese Bereiche werden im Dreieck der Nachhaltigkeit verdeutlicht. Ökologie, das heißt die Umwelt, Ökonomie, die Wirtschaft und die soziale Nachhaltigkeit. Auf all diesen Ebenen soll die Entwicklung nachhaltig sein. Das heißt, ohne intakte Umwelt kein dauerhafter wirtschaftlicher sowie gesellschaftlicher Erfolg und umgekehrt. Es bringt quasi wirtschaftlich-gesellschaftliche Entwicklungen mit der Umwelt und soziale Interessen in Einklang, sodass die Bedürfnisse aller lebenden Menschen befriedigt werden und gleichzeitig auch die der kommenden Generation. So Alina, und jetzt bist du dran. Wir zeigen dir anhand von zwei Beispielen, wo du Nachhaltigkeit in Würzburg finden kannst. Los geht's! Würzburg ist bekannt für seine malerischen Weinberge und zahlreichen Weinstuben, Weinkeller und Weingüter. Besonders bekannt für nachhaltigen Weinanbau ist das Weingut am Stein. 1980 wurde hierfür der Grundstein gelegt. Seit 1990 führen Ludwig Knoll und seine Frau Sandra mit viel Leidenschaft und Herzblut das Weingut. Die Bewirtschaftung der Weinberge erfolgt biologisch, dynamisch und die Traubenqualität wächst im Einklang mit der Natur. Es wird komplett auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, Herbizide und Kunstdünger verzichtet und ausschließlich mit natürlichen Mitteln im Weinberg gearbeitet. Stößchen! Weiter geht's zu den Mainwiesen. Hier sieht es natürlich im Winter sehr öde und trist aus. Aber im Sommer ist der Platz kaum wiederzuerkennen. Jedes Jahr Anfang Sommer findet hier das Umsonst- und Draußen-Festival statt. Wie der Name schon sagt, es ist umsonst und draußen. Hinter dem UND steht ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der seit 1994 besteht. Künstlerisch, kulturell und vor allem musikalisch gibt es hier einiges zu bieten. Das UND ist offen für jeden und jede, der abwechslungsreiche Musik hören, neue Dinge erleben, Freunde treffen oder einfach nur Spaß haben will. So Alina, jetzt kennst du dich ja schon ein bisschen aus. In Würzburg findest du noch so viele weitere tolle, nachhaltige Projekte und Einrichtungen. Aber eins nach dem anderen. Bis zum nächsten Mal.